Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Es gibt bis Sonntag gibt's so eine Startaktion für die Einsteiger, so meine Programme. Also die Kurse 0 Liebeskummer, 1 Umprogrammierungs-Liebeschips und 2 die Vertiefungsübungen gibt's vergünstigt auch. Also danke nochmal für die 18.000 Abonnenten hier. Deswegen habe ich gedacht, 18% Gutschein bei diesen Kursen bis Sonntag. Und der Code heißt 18 Start ohne Leerzeichen. Schreibe ich auch nochmal drunter. Ja, Gott, ich will ja keine Sonnencreme. Ich habe jetzt lange in der Sonne hier. Meine Güte. Also, Thema heute sind alternative Fakten. Das ist ja ein wunderbarer Begriff, den unser großer Freund Trump ja mal erfunden hat, als er wieder mal mit einer seiner 3769 Lügen konfrontiert wurde, über irgendwelche Fakten, die er halt falsch wiedergegeben hat, wo er dann von den berühmten alternativen Fakten gesprochen hat, ist ja großartiger Begriff. Und das ist ja eine Sache, auf die wir auch in Beziehungen gerne mal stoßen, ne? Also wenn du Partner hast, der so, ja, kann sein, narzisstische Anteile hat, kann auch sein, einfach, es muss ja nicht immer gleich Narzissmus sein, kann auch sein, aus irgendwelchen anderen Gründen, nicht loyal, nicht ehrlich. Dann wirst du auch mit diesen alternativen Fakten konfrontiert werden. So, was heißt das? Das heißt, ja, dass du, also wie vielleicht viele, sag ich mal, an das Gute glaubst und dass Menschen irgendwie erstmal auf den Guten ausgehst und ehrlich sind und vielleicht auch, manchmal ist man vielleicht auch zu naiv, ich weiß es nicht. Und ja, und du kommst dann in diese Beziehung und dann, ja, läuft vielleicht irgendwie einigermaßen und dann stößt du auf einmal auf Sachen, ja, wo du ja, eigentlich sicher bist, das haben wir jetzt so und so besprochen und dann weiß auf einmal kein Mensch was von, ne? Was ist, ich habe vielleicht besprochen, ja, wir gehen zusammen in einen Film und dann heißt es auf einmal, nein, habe ich doch gesagt, da gehe ich alleine hin, da gehe ich mit meinen Kumpels hin, da gehe ich mit meiner Girlfriends-Gruppe hin und du bist ja eigentlich tot sicher, dass das anders versprochen ist und dann hast du es, nee, nein, das war nicht so oder keine Ahnung, oder du siehst, dass dein Partner vor dir mit allen möglichen Leuten flirtet, mit der Kellnerin flirtet, hat es auch mit Männern und Frauen nichts zu tun, keine Ahnung, dass die Ex-Freunde von deiner Freundin ständig bei deiner Freundin anrufen und du sagst irgendwie, ja, weiß nicht, finde ich komisch, finde ich jetzt nicht so gut und dann, nee, es ist nicht so, wie du denkst. Also du hast vielleicht deiner Freundin gerade zugeschaut, wie sie mit dem Kellner flirtet und sie sagt dann, nein, ich habe nicht geflirtet. Es war nicht so. Das bildest du dir ein, bist du so eifersüchtig. Also das sind alternative Fakten oder auch, dass du jemand wirklich beim emotionalen oder sogar realen Fremdgehen erwischt und es gibt Leute, die sind wirklich knallhart, die sagen dann, nee, es ist nicht so. Das hast du falsch interpretiert, das ist, also, weiß ich nicht, das willst du kontrollieren oder was? Also wird man noch angeraunzt unter Umständen und ja, es gibt halt viele Menschen, ja, es ist halt deren Stil, ne? Die haben halt, was ich in der Kindheit das vielleicht schon gelernt, dass man ständig lügen muss und die lügen wirklich chronisch. Und das ist manchmal ein Schock, das festzustellen. Aber das ist eine wichtige Sache in diesen Beziehungen, ist einfach zu erkennen, dass das eine riesen Red Flag ist, die man nicht unbedingt gleich am Anfang sieht, so, aber ja, eben in diesen berühmten 100 Tagen, 200 Tagen, wenn das da auftritt und ja, glaubt wirklich eurer eigenen Wahrnehmung, ne? Glaubt eurer eigenen Intuition, stellt euch selber nicht in Frage, macht euch nicht da zum Opfer von irgendwie Gaslighting, Umdrehen von Sachen. Also wenn ihr irgendwas völlig krass findet, dann war es wahrscheinlich auch völlig krass, auch wenn der andere sagt, ganz normal. Steigt so noch aus. Das sind Sachen, die werden mal schlimmer. Die werden mal schlimmer und
Ja, Menschen sind skurril teilweise, ne? Es ist trotzdem, finde ich, immer wieder wichtig, da nicht in so ein Bashing zu gehen, dass man sagt, ja, die bösen, was weiß ich, bösen toxischen Partner, die bösen dies, die bösen das, weil es ist immer noch so, also wenn du ein Teil davon warst, auch auf der Empfängerseite, sag ich mal, ist immer noch so, dass du diese Aufgabe in dein Leben gezogen hast, dass du dass da irgendwie eine Lernaufgabe für dich gibt. Also sonst wäre der Mensch halt auch nicht gekommen so, ne? Also das ist immer wichtig, einerseits zu sehen, ja, es tut mir nicht gut. Erster Schritt ist ja immer Standards setzen, Dealbreaker setzen, wie ich da in meinem Modul 0 immer wieder anbringe, und Programmierungsliebe-Chips. Und mach dich drauf gefasst, wenn du diese Standards setzt und du hast einen Menschen, der hat ein Riesenproblem mit Grenzen, wird es nicht mögen. Wird es nicht mögen. Und dann bist du unter Umständen noch angeraunt, dass du nicht zulassen möchtest, dass dieser Mensch, weiß ich nicht, die Scheiße behandelt wird. Dann ist der unter Umständen noch sauer, dass du das nicht mit dir machen lässt. Aber das ist so, nimm es an, nimm es als Lektion an, aber sei, also wenn du es festgestellt hast, dann sei nicht so naiv. Zu denken, das ist, weiß ich nicht, das ist nur eine einmalige Sache oder ist ja nichts Schlimmes, weil das wird ja mit Menschen, die nicht so sind, wird das einfach nie passieren. Ne? Also vielleicht hat man mal ein Kommunikationsdefizit oder irgendwas falsch abgesprochen, aber hör auf dein Bauchgefühl. Wenn dein Bauchgefühl sagt, hier ist irgendwas absolut oberfaul, ich meine, ich weiß, wir sind alle nicht geübt, das Bauchgefühl zu hören. Aber vertraut deinem Bauchgefühl, wirklich, wenn das sagt irgendwie, es fühlt sich richtig scheiße an und da nicht sofort eine Aufklärung kommt, ja, und dein Bauchgefühl weiter sagt, ja, irgendwie ist hier total was faul im Staate Dänemark, dann ist es das meistens auch, ne? Also ich denke, wir dürfen alle lernen, mehr auf diese Intuition zu vertrauen, weil, hatte ich auch im früheren Video mal gesagt, ich denke, die Intuition ist eben verbunden mit unseren höheren Selbstanteilen. Und das dürfen wir, glaube ich, jetzt in diesen Zeiten, diesen turbulenten Zeiten auch lernen, mehr auf diese höheren Selbstanteile zu vertrauen, nicht mehr so viel aufs Ego. Und die Intuition liefert halt keine Gebrauchsanweisung. Die sagt dir nicht, warum sie das komisch findet, oder die sagt dir auch nicht, was du machen sollst. Die sagt dir nur, hier ist irgendwas oberfaul. Und dann ist es halt an dir. Das nimmt, da wird dann auch keiner abnehmen jemals. Ja, in dieser Achterbahn, dieses verrückte Leben hier ist, da die richtigen Entscheidungen für dich zu treffen, ne? Und auch voller Selbstliebe, auch wenn du sagst, ja, ich gebe diesen Menschen noch eine Chance, das ist auch okay, ne? Also versuch möglichst bewusst deine Entscheidung zu treffen, aber guck nicht weg, guck nicht weg, guck dir das an, guck wirklich rein in in die übel riechende Wunde, die da vielleicht vor dir liegt, im anderen, in dir, in euch beiden. Also guck wirklich hin und triff für dich wirklich die besten Entscheidungen, die du halt treffen kannst. In diesem Sinne.